So, Abend zusammen. Wir sind hier heute Abend im Mojo Club in Hamburg und wir haben das große Vergnügen, mit drei richtigen Stars ein Gespräch zu führen. Und zwar werde ich gleich an einem Tisch sitzen mit, haltet euch fest, Prinzessin Leia, Han Solo und Luke Skywalker. Über 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass Star Wars in die Kinos gekommen ist. Sag mal, habt ihr euch das allererste Mal jetzt zum Spiel Battlefront erst wieder gesehen? Ja, also Wolfgang und ich, wir haben uns in der Tat längere Zeit nicht gesehen. Wir haben uns nach dem Film noch gesehen beim Tatort, da haben wir zusammen gedreht. Peggy hat Angst. Aber danach war eine große Pause und als wir dann anfingen, die Hörspiele aufzunehmen, ich glaube, das war so 2008, 2019, ich weiß es nicht genau, da war das erste Mal wieder, dass wir über den Beruf zusammenkommen. Er wohnt in Österreich, ich wohne in Bayern, Susanna wohnt in Berlin. Dann sind wir auch alle alleine, wenn wir irgendwas heute aufnehmen. Insofern sieht man sich von Haus aus erstmal nicht mehr. Und ich weiß noch, dass als ich dann hörte, dass er anreist, ich glaube, er war an einem Montag dran und ich wäre am Dienstag dran gewesen, bin ich am Montag angereist, um ihn nochmal persönlich zu treffen und dann sind wir essen gegangen und es war sehr nett. Ja, ich habe Wolfgang auch, wie gesagt, sehr, sehr lange nicht gesehen und ich finde es auch sehr traurig, fand ich das damals, dass du weggezogen bist aus Berlin, das verzeihe ich dir nie. Hat Karriere gemacht. Ja, Karriere. Er war weg plötzlich. Nein, und dann, ja, und dann haben wir uns sehr, sehr lange nicht gesehen und haben uns dann aber zu den Spielen wieder gesehen. Und wiedererkannt. Und wiedererkannt und das war dann auch sehr schön. Ja, es war einfach so, der Berg ruft. Als damals Star Wars kam, war nicht garantiert, dass das der Welthit wurde. Im Gegenteil, man sagt, Han Solo wäre eingefroren worden zum Schluss, weil er doch gar keinen Vertrag gehabt hätte für die nächste Folge. So hört man, wenn man gewisse Foren schaut. Als ihr synchronisiert habt, habt ihr gedacht, dass da dieser Hit draus wird, der jetzt daraus geworden ist? Eure eigenen Erfahrungen? Schlichtweg nein. Nein, haben wir nicht. Und ich muss auch gestehen, dass ich das, wie lange ist es jetzt her? 30 Jahre? Nee. Glaube ich, 38. Also gut, es ist schon ein bisschen her und ich muss gestehen, dass ich das damals noch gar nicht so gemocht habe. Ich mochte kein Science Fiction. Das ist erst später gekommen. Heute mag ich es sehr. Ja, es war am Anfang business like usual. Harrison Ford war ein junger, nett aussehender Mann und ich habe gedacht, ja, fein, warum nicht, wie viele, viele, viele andere Sachen, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe und habe es eigentlich danach vergessen. Dann kam der nächste Teil, habe ich gedacht, da schau her, da war er nämlich inzwischen ein Mann geworden und hieß Indiana Jones. Und da habe ich gedacht, boah, das ist aber jetzt ein echter Schritt, der da passiert ist in der Entwicklung. Und so ist das die ganzen Jahre eigentlich gegangen. Er hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Und deshalb ist es auch für mich immer wieder spannend gewesen, ihn zu synchronisieren. Und er ist ja ein nice guy, muss man sagen. Sehr glaubhaft als solcher. Und einmal hat er versucht, den Bösen zu spielen, hat den Mörder gespielt. Das war, bitte? Sabrina? Nein. Der einzige Zeuge oder sowas hieß das, oder der letzte Zeuge oder sowas, hat seine Freundin, hat sie umgebracht und so weiter. Da war was sehr Spannendes passiert, die wollte sich selbst umbringen und sprang an einem langen Bootssteg in den See, in den eiskalten See. Und Harrison Ford sollte dann entsetzt hinterherrufen, weiß ich nicht, wie die hieß, sagen wir Christin oder sowas. Und bei Harrison Ford klang das, Christin! Da kam der deutsche Synchronregisseur und hat gesagt, das geht natürlich nicht, da musst du schon wesentlich mehr machen. Christine, habe ich dann gebrüllt. Das ist halt der Unterschied. Wenn Harrison Ford sehr aufgeregt ist, dann klingt das wie Christine. Herrlich. So, abschließend noch eine ganz kurze Frage. Jetzt, wo ihr mal reingerochen habt, ich meine, Kollege Luke Skywalker hatte durchaus etwas mehr Erfahrung im Videospielbereich schon. Aber die anderen Herrschaften, wenn nochmal ein Spiel angeboten wurde, muss ja kein Science-Fiction sein. Es gibt so viele Spiele, die jedes Jahr rauskommen. Würdet ihr gerne nochmal als Synchronsprecher dafür arbeiten oder ist das eigentlich egal für euch? Ja, es ist eigentlich egal, aber es ist so... Ich lebe zwar hinter den sieben Bergen, aber noch nicht ganz hinterm Mond. Und dass solche Spiele, besonders bei der jüngeren Generation, sehr gefragt sind, ist das natürlich auch eine Herausforderung, da mitzutun.
Also ich habe da sowieso schon noch mehr Erfahrungen durch die Bibi Blocksberg-Spiele, die ja auch gemacht werden, und ich finde das schon auch ganz spannend. Ja, ich habe natürlich auch andere Spiele schon gemacht, Tunguska oder sowas, gibt es ja so einige andere Sachen. Aber was ich vorhin versuchte zu erklären, es ging ja gar nicht sehr um die Frage der Gagen oder was, sondern es geht auch darum, dass wir oft wirklich einen Anruf bekommen, du, wir haben da ein Spiel, hättest du in 3 Tagen Zeit, wie sieht es am Freitag aus? Ja, Vormittag habe ich eine Werbung, ja komm, das machen wir am Nachmittag, dann kommst du hin, dann wird dir ganz kurz erklärt, das ist jetzt hier ein Soldat, der sitzt da irgend so im Häuschen, da kommt jetzt die Hauptfigur, Tomb Raider-artig, und du musst ja irgendwie ein paar Sätze sagen, dann machst du das oder als irgend so, dann hat man also so eine Figur vor Augen, gibt es so eine Zeichnung und dann redet man seinen Text, dann geht man nach 10 Minuten wieder raus und im Grunde erst hinterher, und so ist es ja bei Star Wars gewesen, erst hinterher, dann kommt der Film raus, es kommt das Spiel raus und plötzlich hört man irgendwann, ach, das ist aber ein toller Film, oder man hört auch nie wieder was davon, das passiert auch öfter, dann ist es einfach weg. Aber wenn es eben wie bei Star Wars eine große Produktion war, dann bekommt man erst hinterher mit, was das alles für eine Bedeutung hat. Und dann ist man eigentlich auch ganz stolz, dass man da Teil sein durfte. Super. Ich darf mich herzlich bei euch bedanken. Es war ein großes Vergnügen und eine Ehre. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg und hoffentlich bei Battlefront 2, 3 und 4 hören wir eure Stimmen wieder. Vielen Dank. Du hast jetzt gute Fragen gestellt. Dankeschön.